als du mit Tempomat irgendwas fahren willst, zum Ausprobieren, mal wie die Distronik funktioniert. Ah ja. Mhm. Hast du natürlich am Lenkrad dann Set. Genau. Na, also wo du erstmal nach aktivierst. Und dann kannst du natürlich, wenn du leicht machst, um 1 km/h oder sowas runter, wenn du einmal richtig drückst, geht er immer in 10er Schritten. Ganz in 10er, okay. Und natürlich aus durch Bremsen oder Cancel. Genau. Abstand ist aktuell auf kürzeste. Mhm. Also, dass er dicht auffährt. Ja, also der ist ja jetzt noch relativ warm. Also ich habe auch kein Problem mit, wenn du irgendwo auftrittst, wo kein Blitzer ist. Weil diese 400 Newtonmeter und 200 PS, also und nur 1,6, ja, also 1,6 Tonnen, ja, fährt sich wirklich richtig gut. Nur, ja, das finde ich, verstehe ich bei Mercedes nicht. Diese Reifen, die hier drauf sind, diese Winterreifen, sind von Mercedes freigegeben. Ja. Und sozusagen als die günstigste Set, Komplett-Set, was du kaufen kannst. Ach so. Und dadurch kauft natürlich der Fuhrpark, kauft natürlich die, weil die günstigsten sind. Genau, ja. Aber jetzt sind 205er in der Breite. Und du hast es natürlich, also da braucht nur ein bisschen feucht sein und du gibst Gas und der hat keinen Grip. So. Weißt du, also der fängt dann an rumzuschwänzeln und im Sommer hast du ja hier zumindest einen 225er drauf. Da fährt sich dann wesentlich besser. Achso, ich sag mal hier ein Navi-Fehler. Achso, ja. Aber du kannst auf jeden Fall. Oh, okay, schon sagen. Ich sehr schön finde, dass hier so wirklich sehr, sehr komfortabel fährt, finde ich. Ah ja. Bin ich auch sehr mit zufrieden. Ja. Jetzt wo ich auch weiß, wo die Dose ist. Ja. 16 Minuten. Genau. Genau. So, so wäre ich jetzt auch gefahren. Okay. Kann ich dir ansagen. Ja. So. Ja. Ja, Ambientebeleuchtung haben wir hier natürlich. Die kann man einstellen, ne? Mhm. 64 Farben. Können wir das mal machen? Nicht einstellen und du musst, glaube ich, die 39 sein, die Farbe. Ach, da sind auch immer die passenden Zahlen dazu. Ja, weil das ist super, wenn du einen Mietwagen hast, kannst du gleich die richtige 34, ja, Steuerung, kannst du gleich die richtige Farbe auswählen. Ja. Weil ich finde die 34 wirklich am schönsten, wenn man jetzt mal auf Rot geht. Und der hat halt nicht wie bei der E-Klasse, da hast du ja dann, wo die verschiedensten Zonen noch einstellen kannst. Mhm. Nach Farbe oder A-Klasse, ne? Das ist ja hier sozusagen auch, was du dazu buchst für ein paar hundert Euro. Ja. Der kann halt nur die 64 Farben in dem Mumpf. Ja, gut. Grün fetzt noch ein bisschen. Das stimmt. Ja. Auch noch ein bisschen. Was halt schade ist, ich hatte ja mal auch sozusagen den Vormopf. Mhm. Und wenn du da Ambientebeleuchtung hattest und die High-Multibeam-Lampen, ja, die teuren, dann hattest du, wenn du den aufgeschlossen hast, entweder orange, blau oder weiß, diese LED-Streifen. Ach, die haben dann blau geleuchtet. Oh, das ist cool. Das war richtig geil. Das hat der hier nicht. Nee, das haben die nicht mehr. Das haben die rausgenommen, diese Funktion. Und das finde ich richtig schade, weil das war schon immer so ein Ding. Du bist zu dem Auto gegangen und dann ging das von so einem Bleichblau ins Dunkelblau und dann weiß. Das war ein Traum. Das war richtig gut. Ja. Dafür hat der, wenn du den anmachst und es dunkel, dann macht der, sag ich mal, diese Lichtshow. Mhm, genau. Den, ja, das ist toll. Man kann natürlich mit dem Motor auch wirklich entspannt fahren. Ja, genau. Also das ist wirklich ein ganz schöner Cruiser. Das macht auf der Autobahn auch richtig Spaß. Mhm. Also das, wenn du halt auf der Autobahn die Leistung brauchst, na, dann hat das Sinn. Ja, also das ist mit den fast 200 PS wirklich. Sozusagen, dass man weiterhin 100 fahren will.
wechselt er auch alleine die Spur. Ach so. Drück mal auf Link. Aber macht das nicht, oder? Nee, jetzt gerade macht das nicht. Auf der Autobahn auf jeden Fall funktioniert immer sehr. Genau. Das hatten wir ja auch schon mal getestet. Aber das ist echt cool jetzt hier mit 50 durch die Stadt. Die Ampel erkennt er leider nicht, aber was er ganz oft erkennt, sind Zebrastreifen. Achso, dann bremst er auch schon vorher. Nee, dann kommt im Display, Achtung, Fußgänger beachten. Ah. Ja, wirklich, also da... Das ist natürlich. Ich habe erst mal gedacht, der reagiert auf die Personen, die da langlaufen. Mhm. Aber der scheint wirklich auf diese Zebrastreifen-Ding zu, okay, zu reagieren, dass er sagt, Achtung, hier sind Zebrastreifen, Fußgänger beachten. Gang irgendwie so komisch anfahren, dass sie dann mit dem zweiten Gang nicht zurechtkommen. Mhm. Und du musst gar nicht das Böse meinen, in dem Sinn, dass du schnell nach vorne willst, aber allein durch die Automatik beim Anfahren hast du ja mal ganz schnell so ein... Ja. Gehst du ja schon fixer nach vorne und dann bleibt er da geführt fast stehen, ja, dass dein Auto piept und eine Vollbremsung macht. Ja, und das so schnell hätte ich noch nie, hätte ich nie reagiert selber. Mhm. Dann getankt, als ich zu Hause war. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Ja. Und ich bin also 25 Kilometer wirklich 200 gefahren. Nonstop, wo frei war. Ja. Da waren wirklich, also warum auch immer, links kein Auto und war frei 200 gefahren und das ist echt Spaß. Ja, also das, und ich, wenn du den Tempomat bei 170 machst, dann ist er ja wirklich bei 2000 Umdrehungen. Da fährst du wirklich mit 6,5, 6,3 Liter. Mhm. In Urlaub. So, ja. Ja. Also, man ist dann ja auch relativ schnell unterwegs. Genau. Und vor allem spritsparsam durch die nur die 2000 Umdrehungen. Ja. Und das ist schon auch ein angenehmes Reiserennen. Ne? Also nicht, ja, allzu laut. Ich hätte zwar noch Akustikglas nehmen sollen, mhm, das habe ich verpennt. Ich habe gedacht, das ist bei den getönten Scheiben schon mit drin, aber. Also muss man nochmal extra ankreuzen. Genau. Ah, okay. Ist nochmal extra. Ja, das habe ich halt nicht bedacht, aber das weiß man dann immer für den nächsten. Und die, genau, Frage ist ja beim nächsten, ob es dann halt nochmal hier so ein Mopf wird. Ja. Oder doch schon das neue Modell. Genau, oder dann schon der Nachfolger. Ja. Ja. Also da bin ich ja gespannt. Theoretisch ist das in anderthalb Jahren, wo ich bestellen muss. Oh. Ja, die Zeit wird schnell vergehen. Vielleicht hast du Glück und hast dann schon das neue Modell. Ja. Oder das Pech, je nachdem, wie das dann aussieht. Wie man es nimmt. Und die Technik, ne? Ja. Ich würde den auch normal nehmen. Ja, ja, ich würde dann auf jeden Fall die Standheizung mit drin nehmen, das digitale Tacho würde ich mit reinnehmen. Ach doch. Okay. Ja, das bereue ich auch ein bisschen. Ja, mhm, da habe ich mich so, dachte ich so erst, naja, Spielerei. Mhm. Aber jetzt, wo ich es oft genug gesehen habe bei Kollegen, sage ich schon, ja, hätte ich mal machen sollen für die paar Euro. Ja, dann hat man dann eine schöne Navi-Karte, genau, und so. Richtig. Ja, ja. Und dann ist halt die Frage wegen der Farbe. Das, ja, also ich finde dieses Maragdgrün, wobei ich gar nicht genau weiß, ob es bei der C-Klasse gibt. Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich finde dieses Brillantblau, ich finde das so schön. Ja. Und das hätte ich mal doch machen sollen. Dann klar, doch die paar extra Euro. Mhm. Wo halt immer alle ganz drauf stehen bei dem Auto, sind diese roten Gurte. Ja, da, also wenn man Besuch immer drin hat und
letztens hatte ich eine Dame mit, die ist natürlich automobilaffin, ja, das muss man dazu sagen. Okay. Aber die hat gewusst, woher ich diese Inspiration habe. Ja. Weil die meinte dann so, der 205 Rallye, der hat doch auch rote Gurte. Ich so, genau. Perfekt, richtig. Erkannt. Du hast es erkannt. Der ist nämlich innen auch komplett schwarz und hat als Rallye die roten Gurte. Und ich finde das so klasse. Mhm. Und das wollte ich auch haben. Das ist auch wirklich toll. Jetzt hätte man immer so eine rote Krawatte an. Ja, das macht es halt so exklusiv und hat so diesen sportlichen Touch. Mhm. Und mit der Kombination alles in schwarz ist das halt doch schon ein bisschen hochwertiger, ja. Mhm. Ich meine, klar, wenn du eine beige, helle Ausstattung hast mit den Kristallgrauen, ja, das passt auch gut zusammen. Ja. Aber irgendwie so einen roten Akzent drin, das hat richtig was. Also ich persönlich finde das so richtig, richtig angenehm. Ja. Zu meinen, um Gottes Willen. Nee. Ne, aber allein vom Anfang her ist man doch sehr erstaunt, wie auch gut die Automatik funktioniert und auch wie flüssig sich das anfährt. Ja. Also das auch kein Schalldrucken oder so. Genau, kein ESP, was irgendwie so regelt. Klar, ist trocken jetzt. Ja. Aber das macht ja echt harmonisch. Das muss links abbiegen. Oh, ja. Dann fahren wir leider über die große Kreuzung. Gar kein Problem. Müssen wir hier hinten links rumfahren und dann mal gucken, was ist. Genau. Ja, was ich halt wirklich schade finde, dass sie halt auch kein. Klar, das, also wenn man sich so überlegt mit A-Klasse und mit dem 213er, das ist ja fast zeitgleich rausgekommen. Ja. Warum der nicht das MBUX hat. Das stimmt. Ja. Und warum sie nicht wenigstens jetzt sagen, so nach anderthalb Jahren Update. Genau. Wenn es denn möglich wäre. Ja. Ey, leg das nach. Das wäre schon toll. Hm. Das wäre sozusagen der einzige Punkt, wo ich wirklich also bildlich weinen würde, wenn ich sozusagen nochmal den jetzigen nehmen müsste. Ja. Ja, weil der nächste es auf jeden Fall hat. Ja. Ja, und ich finde dieses MBUX, das finde ich so. Toll, ich sage, das wird ja auch überall gelobt, genau. Also das, dass man dann auch richtig mit dem Auto sprechen kann. Weil hier die Sprachsteuerung, die ist zum Teil wirklich Murks. Erkennt nichts, oder? Ja, ja, du sagst die Straße richtig an, mit Berlin, Straße etc. Und dann findet der das nicht. Dann schlägt er die Sachen vor, die hast du gar nicht ausgesprochen. Ja. Hier kannst du rumfahren, weil die haben wohl nicht. Und dann fährst du gleich die nächste wieder rechts ran. Ja. Okay, ja. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Das finde ich wirklich schade. Und das beste Beispiel ist ja wirklich, als ich mal eine Charité wollte, das ist Benjamin Franklin, da spricht man ja nun mal Englisch aus. Ja. Hat er auch nicht erkannt. Das hat er auch nicht erkannt, der hat mir sonst was ausgespuckt. Und erst als ich Benjamin Franklin. Ach so, also. Charité, weißt du, so richtig doll, doof, 13 müssen wir. Ausgesprochen hat, da hat er dann erkannt. Ja. Hier 12. 13. Dicken Spuren sind die Reifen, dünne ist Karosserie. Ich bin vorbei. Und dadurch, dass er sozusagen ein Weitwinkel ist, da täuscht man sich so schnell. Ja, und ist dann ja noch weit weg und dann ganz schnell dran. Genau, dann kannst du aber hier die Sicht noch ändern auf ganz Weitwinkel oder halt Anhängerkupplung. Ja, das ist natürlich auch ganz schön. Direkt ausmachen. Ja. Das finde ich
ich zum Beispiel auch nicht gut gelöst. Die Home-Taste ist hier drüben. Ja. Das mag vielleicht, wenn man sich das irgendwann so, so intuitiv angewöhnt, sein, dass man das leichter hat. Aber ich habe es in der Zeit auch nicht geschafft, mir einzujungen. Wenn man dann mich während der Fahrt wirklich nicht direkt hier rumspielen will, sondern das habe ich halt bei der E-Klasse mal gemacht. Da hast du ja auch das Ding zum Drehen gehabt. Ja. Auf die Home-Taste gedrückt und dann halt gedreht, ausgewählt. Und dann hast du ja irgendwann schon einmal sozusagen Home-Taste drücken, zweimal drehen, Radio zum Beispiel, wieder aktivieren, nochmal links drehen, Sender gewechselt zum Beispiel. Ja. Ne? Das fand ich halt immer so. Und wenn ich jetzt gucke bei den ganzen neuen Autos, auch beim Golf 8 und so, wo du hier per so drücken, deine Sitzheizung aktivierst. Ach so. Finde ich ganz furchtbar. Ja, wenn alles das, nur noch Touch ist. Das finde ich auch nicht toll. Weil ich mag so das haptisch blind machen. Weißt du, ich will auch bei 200 genau. so machen können. Hier ist der Schalter, drücken. Ja, und bei 200 die Sitzheizung anmachen. Ja, naja, oder halt nicht zum Navi gucken zu müssen, um es richtig zu aktivieren, weißt du? Das finde ich halt immer nicht das so stimmt. Weil so ist es ja auch bei der Lautstärke beim neuen Golf 8. Du gehst dann hier ans Display, ja. dann geht dann hier die Lautstärke hoch und dann musst du hier sozusagen so schieben. Ach so. Du hast natürlich hier auch noch, ja, aber im Prinzip... Touch, das weiß ich nicht. Kann ich mich noch nicht so anfreuen. Vielleicht, wenn man noch ein paar Jahre vergehen und so, kommt man vielleicht auch dahin, dass man sagt, ja, okay. Das kommt gut. Ja, was ich ja toll finde, ist halt auch wieder MBUX. Man kann es dann per Sprachsteuerung machen. Das ist dann halt auch mal ein Pluspunkt. Genau. Mercedes, mir ist warm, Mercedes, mir ist kalt. Genau. Ja, ganz einfach und simpel. Shortkeys sozusagen. Das finde ich auch gut. Ja. Ja, aber das ist bei dem MBUX schon wirklich clever. Flugzeug zum Beispiel, ne, wo ich mich dann immer frage, fliegt da gerade eins? Oder weil der Flughafen Schönefeld ist ja nicht da. Ja. Und eben da oben ist auch nur eine Fähre sozusagen. Ach so. Da ist ja sozusagen, das ist ja der Wannsee. Ja. Wo ich mich auch gerade immer dann frage, zeigt der an, ob die Fähre rechts gerade ist oder links ist. Ne? Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht rausgekriegt. Und genauso ist mit dem Zug, wenn du durch Brandenburg fährst und dann kommt ein Bahnhof. Manchmal zeigt er dann bei dem Bahnhof einen Zug an und manchmal nicht. Und dann weiß ich immer nicht, will er mir sagen, er kommt gleich ein Zug oder ist jetzt gerade einer drin? Ach. Weil man hat ja dann auch die Möglichkeit anzuhalten, es zu kontrollieren und so. Genau. Wenn du noch weiter rauskreuzt, dann kommen eigentlich so Temperaturen oder Wolken. Genau. Ah, da! Genau, Wolken mit Gradzahlen. Ah, so. Das ist schön. Das finde ich auch lustig. Ja. Ja, 2 Grad, bewölkt. Das ist schon lustig. Ja. So Richtung Leipzig runtergucken. Ja. Ist das eigentlich ein kostenloser Service? Oder muss die man ersten den 3 Jahre. Ach so. Ja, gut. Ja. Mit einem Leasingwagen. Da irgendwo waren jetzt 7 Grad über Meer. Ja, da oben. Ja. So sieht es auf der Welt aus. Ja, danke. Eigentlich unsinnig, diese Funktion auf 1000 Kilometer rauszusuchen. Ja. Außen würde ich den tatsächlich auch so nehmen mit dem Kühlergrill. Avantgarde sozusagen. Genau, Avantgarde oder halt diesen, ich glaube Exclusive heißt der andere, ne? Genau. Da bin ich auch noch sehr hin und her. Beim Exclusive finde ich halt immer schade. Du hast ja dann in dem sozusagen alten Grill Optik, hast, wenn du dann dieses Distronic und so hast, immer dieses silberglänzende Ding, es fällt halt dann doch immer auf. Das stimmt, ja. Ja, da finde ich das so beim Avantgarde immer elegant gelöst, hinterm Stern halt einfach. Genau, ja. Genau.
L ist halt, ich hatte halt schon ein paar helle Ausstattungen. Mhm. Ich bin halt so ein Jeansträger, ne? Blaue Jeans, schwarze Jeans. Ja. Und man denkt gar nicht, wie das abfärbt. Ach, färbt das? Ja, oh, wirklich. Das war bei der E-Klasse, die ich hatte, auch so. Und irgendwann kommst du halt gefühlt mit Polsterreiniger auch nicht mehr hinterher. Mhm. Und ich hab auch, ich weiß auch nicht, dann hatte ich, du sprühst es ein, du rupst und so, ne? Ja. Und dann sieht das gut aus. Und dann setzt du dich rauf und gefühlt war es danach erstmal wieder schneller, dreckiger, ja, weil ich dann immer nicht wusste, sind jetzt noch irgendwelche Lösungsmittel, mhm, sozusagen drauf, obwohl es schon ausgedünstet ist. Ja. Ja, und was dann wieder von den Jeans abreibt, ich wusste nicht. Und das war, habe ich dann immer gesagt, man, nee, deswegen nicht so. Ich sage, nee. Also. Mhm. Ja. Ja, ja, also man muss es definitiv richtig gut pflegen dann. Ein Kollege hat auch Schweiß gehabt, das fand ich richtig krass. Also, das Weiß ist das? Ja, das ist ganz schwierig. Das, ja. Das kannst du machen, wenn du so ein Stoffhosenträger bist. Mhm, ne? Genau. Kein Thema. Aber prinzipiell finde ich so, weil die schönste Kombination, die ich immer fand und auch finde, ist diese zum Beispiel Brillantblau, ja, und beige Ausstattung. Ja. So ganz klassisch, finde ich richtig toll. Dieser Kontrast, weißt du, außen dann so ein schönes Blau und innen dann so eine angenehm helle Ausstattung, hat auch immer was. Ja. Was mir bei Schwarz immer sehr gut gefällt, diese ganzen Chromteile oder dieses Silber, ne, das kommt sehr gut hervor. Genau. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. C-Klasse gefiel mir ja schon immer und ich glaube, das wird auch immer so ein Auto sein, wo ich sage, auf den kann man immer gut zurückgreifen. Also macht man nicht so viel falsch. Genau. Der denn hier? Oh, komische Sache hier. Ja. Der hinne biegt von der Mittelspur nach hier zur Tankstelle. Ja. Natürlich dieses selbstständige Fahren, dass der lenkt und so, das ist wirklich toll. Ja, also so bei geringen Geschwindigkeiten und so ist alles ganz toll. Mhm. Sobald man ein bisschen sportlicher fährt mit Tempomat. Ja. Und gerade so Autobahnen, ne? Du willst gar nicht unbedingt die Spur schneiden, ja, mhm, sondern du fährst wirklich so der Linie lang, da denkt natürlich das Auto schon, der will jetzt über die Linie, mhm, und lenkt entweder zurück. Oder er macht dieses Einbremsen und Zurücklenken, ne? Und ja, da kriegst du einen richtigen Schreck. Und was ich auch schon hatte mit Tempomat, da haben die diese Linie neu gemacht. Ja. Und ich weiß nicht warum, das kann ich nicht sagen, aber auf der rechten Seite waren für ein paar Meter keine weiße Linie. Ja. Und da hat das Auto auch gedacht, ich verlasse die Spur. Ach so. Und hat dann auch sozusagen das Auto wupp zurückgebremst. Und da merkt man immer so, dass die Technik sozusagen noch nicht alle Eventualitäten kennt und ja, hinterher stimmt, ist. Ja. Weil du musst auch bedenken, wenn er das macht, bremst der auch wirklich. Mhm. Und der Hintermann denkt natürlich, oh, was macht der denn jetzt? Der fährt ja eigentlich geradeaus und er zieht das Auto sozusagen nach links und bremst. Und ja. Ja, aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Generationen auch ändern. Natürlich, die werden immer intelligenter, die Systeme. Ah, dem Fahrrad kennt ihr auch. Ja, wirklich, also das funktioniert mit dem Radar ganz gut. Ja. Das wird wahrscheinlich auch demnächst dann kommen, so wie Peugeot, dass sie dann auch Nachtsicht mit integrieren. Ne? Ja. Und ich habe das auch jetzt wieder gehabt erst. Regen auf der Autobahn, die ganze Gischt. Ne? Du hast eine richtige feuchte Wand vor dir. Mhm. Tempomat 180, weil alle, die Licht an hatten, hast du ja früh genug gesehen. Ja. Und das Auto fing auf einmal an zu bremsen. Mhm. Und da fuhr Tatsache einer ohne Licht. Ach, so, ne? Durch das Radar hat er das. Da hat das Auto gebremst und das war sozusagen auch mein Glück, ja. Weil du guckst erstmal, Mensch, warum bremst das Auto jetzt? Ja. Ne? Und dann vertraust du dem ja auch erstmal. Und dann siehst du vor dir auf einmal ein Auto auftauchen, was ohne Licht fährt, ja. Mhm. Und man muss wirklich sagen, so, in so einer Gischt siehst du keinen, der ohne ja. Abblendlicht oder halt fährt. Das hinten die Rückleuchten leuchten, ne? Genau. Das hatte ich damals bei Passat auch schon. Da ist diese Funktion wirklich richtig gut mit dem Radar, dass sowas dir hilft. Ja. Weil sonst machst du einen Auffahrunfall. Ne? Und 60 km/h Unterschied reichen schon aus, dass es mächtig rumbindet. Ja. So. Und was ich toll finde, man merkt gar nicht, dass es ein Diesel ist. Hm? Finde ich jetzt. In drin? Null. Ja. Und nach außen kann es mir ja ehrlich gesagt egal sein. Hm? Aber ich kann es dir auch wirklich sagen,
auch draußen ist ja gar nicht so laut, ja, weil das ja wirklich gedämmt am Motorraum. Genau. Und manchmal habe ich mich schon erwischt, wenn ich gerade so telefoniere und schnell sein muss, nochmal Garage oder so. Ja. Und manchmal dann wirklich der Motor, der läuft noch, ja, schmeißt die Tür zu, telefonierst noch gerade, ja, und dann schnallst du ja auch nicht, dass das Licht an ist, wenn es gerade dunkel ist, ja. Und dann gehst du zu und drückst auf den Knopf auf zu und dann schließt er nicht ab. Weil ich habe ja auch die Funktion eingestellt, dass er hupt beim Schließen. Ja. Ah ja, stimmt. So, ja, und dann, warum hupt er jetzt nicht? Warum schließt er nicht ab? Und dann, ach, der Motor läuft. Ah, zurück. Weil diese Hubfunktion, das wissen auch viele nicht, viele finden es ja peinlich. Nö. Aber ganz wichtiger Punkt ist die Tür nicht richtig zu? Ach, dann hupt er auch nicht. Dann hupt er auch nicht. Daran kann man es erkennen. Das ist ein ganz wichtiges Detail, weil ich halt auch so ein Trottel manchmal bin. Du wirfst die Tür nicht richtig zu. Passiert, ja. Die sieht erstmal zu aus, achtest ja nicht so drauf, ne, und schließt ab. Ja. Ne, oder auch, wenn das Fenster offen ist, hupt er, dann hupt er glaube ich auch nicht. Das können wir gleich ausprobieren, ja, aber ich glaube, der hupt. Achso, okay. Trotzdem. Aber du kannst ja mit dem Schlüssel dann zumachen, die Scheibe. Genau. Komfortschaltung. Das hat die E-Klasse zum Beispiel nicht gehabt. Achso. Wusste ich nicht warum. Da konntest du nicht im Menü irgendwo auswählen. Also mit der Scheibe, das kannst du gerne mal ausprobieren, vorne links. Achso. Dass sie dann so weit wie es geht. Also, ja, ja. Jetzt wird er natürlich bei der Höhe nicht machen. Du fährst ihn ein Stück runter und willst sie hochfahren und dann macht er bup, bup. Dann erkennt er sozusagen einen Widerstand. Achso, der gar nicht da ist. Genau, und dann fährt er hoch und runter oder selbst wenn die Scheibe versenkt ist, du willst sie hochfahren, dann macht er in versenkten Zustand bup, bup. Weißt du, und will nicht hochfahren und du sitzt da und denkst so, toll, gerade auch wenn es regnet, weißt du so, ja. Ich fahre endlich zu. Ja, das hatte ich da.